Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem brandneuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier auf der PlayStation 4. Es gibt eine neue Modmap-Karte, die andere Modmap habe ich bereits vorgestellt. Video ist dabei und ist schon auf dem Kanal. Die andere Mods, die zum gleichen Zeitpunkt released worden sind, Video ist auch schon auf dem Kanal. Zum Patch 1.4 ist auch alles schon auf dem Kanal, also ihr seid definitiv ausreichend bedient. Schaut sehr, sehr gerne bei uns im Community-Tab vorbei, dort poste ich nämlich einige Sachen, falls euch in der Abo-Box nicht richtig angezeigt worden ist, irgendein Video. Instagram ist auch immer sehr, sehr aktuell und natürlich Discord. So, wir schauen uns heute eine Karte an, die wieder einen unglaublich geilen Namen hat. Willkommen auf der Karte willkommen auf der Karte von... Die Karte besteht aus 41 Gebieten, 32 Ackerfeldern und 2 Waldfeldern. Sie können an 3 Stationen verkaufen und zwischenlagern. Der Zug ist ein wichtiges Bestandteil der Karte. Vorteile der Karte ist ein großes Gebiet mit Hindernissen beim Reiten, Sägewerk für Züge, Laderampen für den Zug auf den Hof und im Laden, ja. 32 Felder unterschiedlicher Größe und Form, 2 Waldgebiete, haben wir ja schon mal gerade geklärt. In den Hof integrierte Zugstrecke, oha, klingt gut. Feld Nummer 12 für die Entwicklung des Betriebs vorbereitet, okay. Zusätzlich Fläche, eingezäunte Fläche zum Kauf, Vorbereitung für zusätzliche Gebäude und Mods. Okay, klingt auch gut. Dann gute Optimierung, eine gut durchdachte Anordnung von Straßen, Wegen, Gebäuden, um das Spiel noch angenehmer zu gestalten. Viele schöne Landschaften und interessante Orte zum Erkunden und natürlich Verkehr. Wir schauen einfach mal rein, was die Map wirklich beinhaltet. So, das ist das Vorschaubild und wir starten einfach mal rein mit allen Mods. So, wir haben gerade die Map gestartet und mittendurch ballert ja auch der Zug. Also ihr seht es schon, definitiv mitten auf dem Hof ist der Zug. Wir öffnen mal die Karte, wir haben ja wirklich sehr, sehr helferfreundliche Felder, definitiv. Wir öffnen einmal die Garage. Wir haben einen Favorit 511C, einen 7210 pro Case und den zweimal. Dann den kleinen Drescher, auch sehr, sehr niedlich immer, Anbaugeräte und das normale Farmhaus. Eine kleine Halle, aber sehr, sehr gering, was wir an Geräten hier eigentlich haben. So, was sehen wir? Wir sehen erstmal hier definitiv einen Funkturm, den wir haben. Ein kleines Gebiet, also einen kleinen Hof hier, wo wir einiges platzieren können. Das hier ist diese besagte Station, dieser besagte, Bahnhof, wo, man gleichzeitig sein Getreide abladen kann. Und damit kann man das dann einlagern, fahren, verkaufen, fahren und. Optimal, wunderschön. Definitiv ist es eine, ein bisschen Berge sind vorhanden, sehr, sehr gerade kann die Map auch sein. Es gehört uns nur Feld 12, das ist hier vorne, da ist schon, was ist hier drauf? Sojabohnen sind hier angesät. Ich würde mal sagen, wir schauen uns als erstes mal die BGA an. So, an der BGA angekommen, normaler Fermentierer und natürlich auch hier Silos, die wir bereits kennen von anderen Maps. Nichts Neues, nichts alt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Freshes oder so. Die Gebäude kenne ich noch gar nicht. Sind wahrscheinlich, irgendwo her, wo ich sie noch nicht kenne. Jetzt sind wir allerdings mitten, in der Stadt sozusagen. Wir sind jetzt hier auch beim Viehhändler, das ist der Viehhändler. Das kennt man ja, ne, kennt man auch alles. Hier kann man irgendwie reingucken. Lol. Das sieht ja heftig aus. Jetzt nur die Frage, wie man hier reinkommt. Ah, indem man reingeht. Wow, wenn die Pferdebox noch Dings hätte. Aber gut. Das könnte mal einer machen, stimmt, ne? Es könnte eigentlich mal so ein Dings erstellt werden. So ein für Pferde, sowas. Und dann, das wäre auch schon eine geile Idee. Kann man überhaupt was ansatzweise das aufmachen? Ja gut, ein bisschen reiten kann man hier schon, ja. Ist schon in Ordnung, definitiv. Hier draußen hat man auch nochmal die Möglichkeit zu reiten. Hier ist der Viehhändler halt, ne? Genau, so. Was gibt's auf der Karte noch? Kleine bis große Felder, Wasser sehe ich. Ein Sägewerk ziemlich groß gehalten, diese ganze Verkaufsstelle dort oben. Ich weiß gar nicht, was hier so Besonderes passiert. Boah, Alter. Also definitiv, der Modder hatte Spaß mit Schienen und so und der hat das drauf, ne? Der hat das definitiv drauf. Ich habe ja noch nie gesehen im LS so viele Weichen und. Ja, ist schon heftig, ne? Das ist schon definitiv heftig. Also man könnte bestimmt mittlerweile schon nur allein mit diesen Schienen einen eigenen Zugsimulator machen. Nur so allein, was Giants hat mit seiner Engine und mit seinen ganzen Sachen, so viele Vorteile einfach.
ist schon wirklich genial. Hier ist ein riesengroßer Berg, das ist einfach nur eine riesengroße Wallpaper, die da hinten dran hängt. Nichts Besonderes halt. Ja, dann sind wir auch schon wieder hier. Drüben war unser Hof gleich nebenan. Nee, doch nicht. Gut, dann ist ja nochmal ein anderer Funkturm, alles klar. Hier haben wir Windräder, Straßenlaternen sind ja auch gesetzt, auch sportlich. Nochmal ein kleiner Funkturm, also hat auch eine kleine Vorliebe an Funktürmen, der Modder. Das sieht sehr, sehr cool aus hier. Gerade mit diesen Texturen, das fetzt. Das ist wirklich schön gemacht. Props gehen raus, wunderschöne Pflanzen mal gesetzt, hat man das genutzt. Ja, das ist jetzt eine Brücke anscheinend. So, wir kommen dann wieder zurück zum Viehhändler. Dann würde ich mal sagen, wir gucken uns mal hier den riesengroßen Hafen an. Erstmal, nee, guck mal, der Shop ist auch meistens ein Stückchen noch interessanter. Was haben wir jetzt hier? Keine Flaggen. Was haben wir hier? Ein Podest sozusagen. Okay. Ja, ein Podest. Ach so, weil ja wieder der Zug fahren kann. Boah, alter Fall. Jetzt will ich mal in den Zug einsteigen. Ist das ein normaler Zug? Das wäre jetzt geil. Guck mal, der hat ja sogar... Mal stehen. Der hat ja sogar so einen Anhänger. Fährt er weiter? Nee. Der hat sogar so einen leeren Anhänger. Das heißt, hier kannst du Fahrzeuge drauf lagern einfach. Du fährst zum Shop, kaufst ein Fahrzeug, packst es hier rauf und fährst damit zum Hof. Wie krass ist das denn bitte? Das ist ja mal richtig gut durchdacht. Heftig. Wir gucken mal von oben die Perspektive, wo überhaupt der Zug langfährt. Der Zug, ne, hier waren wir ja gerade, das ist das Sägewerk, dann kann er hier lang tuckern. Immer weitergezogen. Also es ist wirklich echt Wahnsinn, was der Modder hier lang gezogen hat eigentlich. Ich hoffe, es ruckelt gerade nicht. Wenn es ruckelt, dann tut es mir leid. Hier haben wir nochmal eine Endschleife. Hier ist es zu Ende. Hier immer eine Brücke. Hier landen wir bei einer Tankstelle. Hier ist der Shop jetzt auch gleich. Also ist schon sportlich. Ja, sonst wo, was haben wir hier unten noch? Das ist jetzt richtig der Hafen, wo wir eigentlich hin wollten. Auch sehr, sehr viele Gebäude, sehr, sehr viel Deko auch platziert, damit das Ganze optischer wird. Was jetzt wahrscheinlich hier fehlt, dass beim Hafen tatsächlich kein Zug langfährt. Staunig. Sonst hat er überall so einen Zug gemacht, aber hier hat er das nicht gemacht. Hier ist sogar so ein Baum gesetzt von Estancia Lapacho. Eine Web, die niemals vergessen wird. Hier hat er so einen Steg reingebaut ins Wasser, ist ja auch heftig. Krasser Shit. Strand gibt's, Leute gibt's natürlich nicht. Es wäre sehr, sehr cool, wenn es noch eines Tages mal richtige Figuren gibt. Nicht so eine komischen, die hier so rumlaufen, aber halt richtige Figuren für die Modder. Das wäre schon echt praktisch. Hier ist auch das Skelett hingelegt, eine Brücke, die ich so noch nie gesehen habe. Sieht, ja, sehr interessant aus, komplett neu. Das Gebäude kennen wir schon. Wo das verbaut ist, fragt mich nicht. Ich glaube, auf der Ravenport oder so ist das verbaut. Ist aber bekannt. Kann auch sein, dass es von der Estancia ein bisschen stammt. Wir haben tatsächlich sogar ein bisschen Forst hier, aber ganz, ganz gering, ganz, ganz wenig. Also für die Leute, die ganz wenig, also so ein bisschen Forst machen insgesamt, ist die Map auch eventuell noch was. Ja, sonst gehen wir mal hier runter. Wir haben mal so einen kleinen See, wo auch nochmal eine Brücke rüber geht, alles klar. Das ist gleich direkt an unserem Hof. Dann geht's hier runter. Dann hat man hier einen sehr neuen, interessanten Kreisverkehr. Kenne ich so noch gar nicht mit den Steinen drauf. Hier hat man diese besagte Fläche, die man kaufen kann. Und dann kann man seinen Hof hier drauf platzieren, wie man lustig ist. Schade, dass das Ganze auch wieder keine Zuganbindung hat. Aber eigentlich sehr, sehr cool ausgedacht. Hier oben eine Burg platziert. Das ist wahrscheinlich dann die Burg von der Felsbrunn. Zumindest diesen Turm kenne ich absolut nicht. Könnte mich sehr, sehr gern korrigieren, von wo diese Burg eigentlich richtig ist. Falls sie nicht von der Felsbrunn ist, aber diesen Turm kenne ich irgendwie nicht. So, jetzt sind wir wieder beim Hafen. Dann ist das Feld 27, Feld 28, 29. Genau, das war die Fläche gerade. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Forstgebiet. Auch noch. Dann ist Feld 32. Hier haben wir Verkaufsstelle, ist gleich mit angebunden. Also definitiv auch eine sehr, sehr flache Map, also sehr, sehr wenig Gebirge, würde ich im Großen und Ganzen sagen. Und das ist halt auch schon die ganze Map. Mehr gibt es jetzt auch nicht zu zeigen. Die Flächen habe ich euch gezeigt. Hier gibt es nochmal einen kleinen Reiterhof, wo ihr eure Pferde halt ja ein bisschen trainieren könnt.
Und das wäre halt insgesamt wirklich die ganze Map gewesen. Falls es euch gefallen hat, wünsche ich euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Startet gut in das Wochenende. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung. Haut darin, bis dann. Tschüss.